Digga. Oh, guck mal, er kackt da hin. Oh, what the fuck, Alter. What the fuck. What the fuck. So, Oggi versucht mich jetzt mit dem Fuß zu schieben. Wenn du nicht mehr kannst, mach ich. Einfach Monte gesehen im Uber. Können wir vielleicht ein Foto machen? Nicht wunder, meine Coolen. Das Video ist ein Zusammenschnipsel der letzten Wochen. Kann sein, dass es ein wenig durcheinander rüberkommt. Sorry. Yo, was geht, ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Wir befinden uns wieder in Berlin. Das allererste Mal wieder auf der Doppel-R. Denn heute geht es zu dem BMW Motorrad Days 2022 hier in Berlin. Das Ganze findet statt am Messegelände. Gestern war das Pure & Crafted gewesen. Heute und morgen sind die BMW Motorrad Days. Und zwei von euch hatten die Möglichkeit, praktisch ein Meet and Greet mit mir zu gewinnen, wie ich euch über die Messe führe. Die beiden Gewinner werden heute auch kommen. Falls ihr sowas nicht verpassen wollt, folgt mir gerne bei Instagram. Dort erlebt ihr eigentlich auch viel mehr aus meinem Leben, von meinen Stories, als wahrscheinlich aus den Videos, denke ich mal. Jetzt müsste es gehen. Jetzt hast du den Pitlane eingestellt. Du musst, wenn du fährst, ja, den Startknopf, also den hier, mhm, gedrückt halten. Und dann leuchtet es hier so weiß, dann blinkt es, da steht da Pitlane Limiter aktiv. Aber du musst währenddessen, du darfst es nicht loslassen. Okay. Also quasi so hier. Weißt du, ich meine? Und kann ich es irgendwann loslassen? Naja, wenn du den Knopf loslässt, ja, dann sollst du Gas auch loslassen, sonst reichst du direkt. Weißt du, ich meine? Wie kann ich mich jetzt hinpacken? Naja, du solltest schon ausmachen danach. Also du solltest schon vom Gas weggehen, wenn du den Pitlane-Limiter wegmachst mit deinem Finger. Ich sollte dich auch nochmal auf 4000 hoch machen. Ah, okay. Es ist bescheuert. Hast du das gesehen? Ja, ja. Mal jetzt gleichzeitig. Mach mal ab. Hast du? Ja. Schon lustig, Alter. Kein Tempomat? Ja. Ja. Doch. Doch? Keine Ahnung. Wie? Hier. Den Hebel rüber. Nach rechts. Ja, scheiß drauf. Nein, mach mal nach rechts. Auch nicht so. Hier. Links. Ich brauch kein Tempomat. Hä, mach mal jetzt rechts. Und dann einfach den kleinen Hebel. Hier. Rechts. Und jetzt einfach hier drücken. Dabei brauchst du ja nicht. Hä, hey, probier doch mal! Ist geil! Ja, scheiße, noch hau mich nicht, aber ich brauch's ja nicht! Oggi muss man immer zu seinem Glück zwingen. So, wir haben jetzt alles Mögliche geholt: Steckschlüsselsatz, Kettenspray, so, Schlüssel und all sowas. Ich versuche jetzt mal hier, ich habe das jetzt mal in meine Brust reingeklemmt. Ich hoffe, das fällt mir nicht runter. Jetzt geht's ab zum Container. So, erste Problem, Quad. Furztrockener Tank. Der Tank, da habe ich jetzt hier meinen Kanister aufgefüllt. Hoffe, dass das irgendwie, dass ich so fahren kann. Okay, mit Kanister ist gar nicht mal so leicht so zu fahren. Du kommst jetzt auch zur Garage zu den anderen. Stand jetzt lang genug draußen. Ich wollte keiner. So, Oggi versucht mich jetzt mit dem Fuß zu schieben. Die stand jetzt hier die ganze Zeit auf der Straße. Ihr könnt es im Rückspiegel sehen. Oggi hat seinen Fuß einfach im Auspuff dran. Wenn du nicht mehr kannst, mach ich. Oh. 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 Oh shit! Oh shit! Oh. Digga, das war vielleicht anstrengend, ey. Oh, guck mal, er kackt da hin! Oh, what the fuck, Alter! What the fuck! What the fuck! What the fuck, Alter! Nein! Nein, das habe ich nicht gerade wirklich gesehen, Alter! Nein, das hat er nicht gemacht! Das hat er nicht gemacht, Alter! Nein!
das gibt's doch gar nicht. Ja, wenn's raus muss, muss raus, wa? Egal wo man ist. Digga, das kam so. Ich dachte so, nein, das macht er jetzt nicht. Schwarzes Loch. Und ich guck genau runterfallen. Digga, so schnell konnte man gar nicht reagieren. Es war wie ein Unfall, man konnte nicht weggucken. Ey, es kam auch so schnell, wenn das bei mir auf Toilette mal so schnell gehen würde. Digga, geöffnet, geschlossen, fertig, Alter. Hatte der Klopapier in der Hand? Keine Ahnung. Ich dachte erst, der hebt da irgendwie Pfandflaschen auf oder so. Und dann kam der Griff. Mit dir erlebt man ja richtig was. Hast du auch genug? Ja, ja, ich glaube. Ja, ja, habe ich aufgenommen. Aber sowas kannst du ja fast nicht zeigen, Alter. Ja, klar. Warte. Ich hatte gerade meine Kamera nicht an. Da war ein Zuschauer gewesen hinter mir. Und er hat mich nicht. Er hat meinen Hoodie an, aber er hat mich nicht erkannt, weil ich auf der BMW sitze. Warte, wir müssen jetzt hier mal kurz. Mach ruhig aus. Ja, geil, sogar noch. Alles gut bei dir? Justin heißt du, wa? Genau. Hast du ja sogar den neuesten Hoodie an. Ja. Krass, Alter. Hast mich erst gar nicht erkannt, wa? Nee, aber ich dachte mir so, Hamburger und deine BMW, könnte sein. Münchner ist das. Meine ich doch. Ja. Aber spätestens, als du den kleinen Wheelie gesehen hast, da wusstest du, dass ich's bin. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht, aber ich glaube, ich habe ein Foto gemacht, oder? Ja? Perfekt. Alles klar. Na denn, fahr vorsichtig, ja? Heute wieder mit Oggi Z900 Carbon unterwegs. Nee, Oggi Carbon Z900, so rum. So wird ein Schuhchen draus. Wir sind mit Kudewo unterwegs. Wir waren gerade zusammen bei der Spinnerbrücke. Das ist so ein Motorradtreffen hier. Und hier gegenüber ist eine Tankstelle. Die Preise hier sind so bodenlos. Also wirklich einfach dreimal so teuer wie bei jeder anderen Tankstelle. Einfach Monte gesehen im Uber. Hey Diggi, können wir vielleicht ein Foto machen? Ne? Okay. I got a bad feeling about this. Wie fühlt es sich an, Film zu sein? Also ist das ein nices Gefühl, erkannt zu werden? Jeder Erfolg, egal auf welchen Ebenen, bringt auch Schattenseiten mit sich. Berühmt sein ist cool, keine Frage. Erkannt zu werden kann cool sein, kann aber auch mega nerven. Halt die Fresse, du Lappen, du Sohn. Was hältst du denn davon? Wo kommt, was macht er denn, ey? So besoffen. Er versucht hier nach links rauszufahren, Alter. Jetzt hier der nächste, ist durchgezogene Linie. Hör auf. Lass es. Digga. Digga. Bescheuert, Alter. Nur weil die Ampel ausgefallen ist, Alter. What the fuck, ey. Digga, der hat einfach nur nach rechts geguckt und nicht nach links. Nicht wundern, ich höre Musik gerade. War eigentlich richtig am Chillen. Hab den aber schon von Weitem kommen sehen. Digga. Wo kommst du denn her, Alter? Alle wollen mich heute umbringen. Ja, ist klar. Oder? Ja, genau. Ich habe 3 Pullis von dir, deswegen. Echt, ja? Gesagt, ja? Ja, sehr nice. Willst du noch ein Selfie machen? Ich glaube, du hast noch Zeit. Ja, hier. Jetzt müsst ihr euch beeilen. Mach's gut, ja? Das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Coolen. Haut da rein. Tschau. Yo, look, I ain't saying that I'm rich, 'cause if I'm honest, I have never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people.